Prinzessin Anne Gedächtnislücken? Sie bleibt weiter im Krankenhaus. Nach einem Unfall auf ihrem Anwesen hat Prinzessin Anne offenbar nur lückenhafte Erinnerungen an das Geschehen. Prinzessin Anne, 73, hat nach einem Vorfall, bei dem sie vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde, nur vage Erinnerungen an die Ereignisse. Die Schwester von König Charles III., 75, befindet sich weiterhin im Krankenhaus, so die Daily Mail. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung und weitere Verletzungen durch den Unfall. Ehemann Timothy Lawrence war in der Klinik an ihrer Seite. Die Prinzessin wurde am Sonntagabend in das Southmead Hospital in Bristol gebracht, nachdem sie bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire angeblich durch den Kopf oder das Bein eines Pferdes an ihrem Kopf getroffen worden war. Die passionierte Reiterin sei wach und bei Bewusstsein, aber sie kann sich nicht genau daran erinnern, was passiert ist, heißt es in dem Bericht. Es sei bisher lediglich bekannt, dass zum Zeitpunkt des Unfalls Pferde in der Nähe waren. Ihre Wunden könnten laut ihres medizinischen Teams von einem Aufprall mit einem Tier handeln. Sie wurde zunächst vor Ort behandelt und dann in das Krankenhaus gebracht, das das größte Traumazentrum in der Region ist. Annes Tochter Sarah Tindall, 43, und ihr Sohn Peter Phillips, 46, befanden sich zur Zeit des Unfalls auf dem Anwesen. Zusammen mit ihrem Ehemann Timothy Lawrence, 69, der die Prinzessin ins Krankenhaus begleitete. Prinzessin Anne muss ihre Kanada-Reise abgesagt. In einer Erklärung gab der Buckingham Palast den Vorfall am 24. Juni bekannt. Darin hieß es, ihre königliche Hoheit bleibt als Vorsichtsmaßnahme zur Beobachtung im Southmead Hospital, Bristol. Und es wird erwartet, dass sie sich vollständig und schnell erholt. Der König wurde genau informiert und schließt sich der gesamten königlichen Familie an. Um der Prinzessin seine herzlichste Liebe und alles Gute für eine schnelle Genesung zu senden. Prinzessin Anne, die für die Königsfamilie seit Jahren die meisten Termine absolviert, fällt nun zunächst aus. Ihre Reise nach Kanada ab Donnerstag wurde gestrichen. Es wird jedoch erwartet, dass sie noch in dieser Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.